Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Ja, wir sind wieder... Wow. Bleib bloß weg, du blöde Kuh. Wir sind wieder hier. Ich habe online mal nachgeschaut, was wir machen müssen. Jetzt sehe ich auch erstmal die Blätter hier. Irgendwo hier oben muss ich nämlich einen Schalter verstecken, durch den ich das Puzzleteil aktivieren kann, durch welches ich das Puzzle vervollständigen kann, durch welches ich in die Clockwood reinkomme. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich meine. Wenn ihr es nicht verstanden habt, auch nicht schlimm. Schaut einfach zu und genießt die Show. Ich muss erstmal gucken, dass ich irgendwie hier hochkomme. Oh, hier ist eine Tür. Die machen wir mal gleich auf. Aha. Ich weiß gar nicht, geht's da weiter? Wo bin ich hier? Oh! Den Vogel habe ich! Da müssen wir noch gar nicht hin. Aber hey, wir können das Spiel schon durchspielen, weil da geht's weiter. Aber das machen wir noch am Tisch noch nicht, weil wir noch gar nichts von Click Clock Wood gesehen haben. Wer ist das bei mir jetzt? Kann ich hier einfach so lang? Brauche ich ein paar Federn? Nein, brauche ich nicht. Na gut. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang muss. Muss ich hier hinten lang oder hier weiter? Kann ich hier lang? Ja. Voll süß, die Bienen. Diese kleinen PNGs. Das hinten sieht aus wie ein Schalter, ne? Da gehe ich mal schnell lang. Bleib bloß weg, die Bienen. Da! Das sieht doch gut aus. Das nehmen wir mal. Ups. Jetzt können wir das Puzzle vervollständigen. Sehr schön. Und sogar nicht auf Zeit. Das war jetzt auch fies gewesen. Okay, jetzt will ich mal sehen, was hier hinten noch ist. Hallo? Okay. Oh, ganz viele Eier. Eier, wir brauchen Eier. Mal schauen, wo ich jetzt hier rauskomme. Oh, jetzt habe ich das eine Hinge mitgenommen. Oh. Komm, hoch, komm. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, wo geht's da oben lang? Ich bin gerade irritiert. Ich glaube, es war gerade doof, dass ich jetzt hier lang gesprungen bin, oder? Ich hatte schon bessere Ideen. Na gut, dann tauchen wir mal hier unten durch. Von den ganzen Weg zurück und müssen die Welt aktivieren und dann wieder zu unserer Ausgangslage zurückzulaufen. Ausgangsstellung. Ach, ihr wisst schon. Zurückzulaufen auf jeden Fall. Oh, jetzt bin ich hier falsch gelaufen. Egal, da oben ist auch noch ein Kessel. Dann nehme ich halt den. Die harten Probleme haben wir ja nur in Rusty Bucket Bay. Rusty Bucket Bay. Genau, so hieß der Level. So. Na, kleiner Topf. Lass mich rein. Ich bin zu doof für alles. Na komm, rein. Ah. So, jetzt weiß ich gerade wahrscheinlich gar nicht, wo ich dann da rauskomme. Hier, okay. Also muss ich jetzt hier runter. Hallo, Topf. Ja, du hilfst mir doch bestimmt. Na gut. Ja, genau, hier. Eigentlich könnte ich aber auch die Eier mitnehmen, oder? Ein paar Eier. Wobei, ich habe genug Eier. Scheiß auf die Eier. Wobei, Eier sind wichtig. Eier. Ah, da ist noch eins. Okay. Jetzt nicht in den Fettkloß reinlaufen. Wo ist er denn überhaupt? Da. Nein, Kyoto. Nein. Ah. Oh, ich habe bei mir an den Füßen alles voll mit Kabeln. Das ist alles extrem instabil. Und mein Hund ist gerade so... Ja, ich laufe mir zwischen den ganzen Kabeln. Mal gucken, was passiert. Während der Aufnahme. Da macht mich manchmal wahnsinnig. So. Oh, nochmal Eier. Dann kommt dieser mich jetzt nicht. Okay, so nicht. So. Boah, ich bin schon voll gespannt. Denn die letzte Welt, Click Clock Woods, habe ich genau wie Rusty Bucket Bay auch noch nie selber gespielt. Da bin ich sehr gespannt drauf. So. Und jetzt. Komm bitte jedes einzeln. Okay, es dauert mir zu lang.
Und jetzt geht's los. Und die Musik von Click Clock Woods, oh, die ist so geil. Die ist auch eigentlich jeder Song geil. Oh, ich freue mich schon so auf den Nachfolger. Okay, wir haben noch 20 Puzzleteile übrig, ne? Und haben aber jetzt schon alles geöffnet, soweit ich weiß. Und ich bin irgendwie gerade, ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Ich versuche es noch rauszufinden. Ich bin auch froh, dass es mir besser geht. Die letzten zwei Tage ging es mir mega beschissen. Jetzt habe ich hier Contramutan bekommen von meinem Vater und habe mich damit Zeug zugepumpt, gestern und heute. Und ich hoffe, jetzt ist es besser. Ich habe schon Übelkeit und ich habe die letzte Nacht auch kaum geschlafen, weil ich so Kopfschmerzen hatte. Aber jetzt geht es mir gut. Das ist sehr gut, schön. Jetzt kann ich auch wieder schön aufnehmen, weil mit Kopfschmerzen hätte ich das nicht hingekriegt. Oh Mann, ey. Ich habe auch übelst Bock gehabt. Ich bin jetzt nach Hause. Ich war bei meinem Vater jetzt, hab dann übernachtet. Sofort nach Hause und den PC dann wieder aufgenommen, weil ich so übelst Bock drauf hatte. Oh, es macht so Spaß. Komm. Na komm bitte. Na aber. Na? Also ein Speedrun könnte ich nie machen von dem Spiel. Ich merke schon. Ich hab's einfach nicht drauf. Ich fehle. Ich enttäusche euch alle. Oh. Ich bin falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Wie gesagt, Speedrun könnt ihr mit mir vergessen. Oh. Jetzt stoße ich doch mit meiner Brust fast das Mikro um. Yeah. So bin ich. So. Andersrum müssen wir, damit es schneller geht. Ich glaube, so geht es jedenfalls schneller. Uah, geh bloß weg. So, ob wir. Kazooie. Lauf ordentlich. Und jetzt hier unten rein müssen wir. Please. So. Kann ich irgendwo noch so ein Kloß? Kein Kloß. Na gut. Jetzt müssen wir direkt wieder bei Click Clock Woods rauskommen. Gut. Das ging ja schnell nicht. Egal. Wir sind jetzt da. Und ich würde sagen, wir betreten eine neue Welt. Click Clock Woods. Oder Wood, nicht Woods, ist nur einer. Ich sag's immer der Mehrzahl, oh, wie peinlich. So. Ich darf noch gespannt sein. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist der Frühling. Das ist der Sommer. Das ist der Herbst. Und das ist der Winter. Ja. Diese Welt ist hier geteilt und es gibt quasi vier Jahreszeiten, die wir besuchen können. Und man fängt natürlich immer mit dem Winter, nicht mit dem Winter, was rede ich da, mit dem Herbst an. Mit dem Frühling, nein, mit dem Sommer. Man fängt natürlich immer mit dem Frühling an. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Design. Ich muss mal ganz kurz überlegen, ob hier irgendwo noch Noten sind. Weil ich habe gerade beim Frühling Noten gesehen. Ich habe Angst, dass irgendwo anders auch noch Noten sind. Na, mal sehen, ne? Die nehmen wir mal mit. Oh, hier regnet's. Ist ja süß. Komm, du und du. Und ihr beide. Gut, haben wir schon mal vier Noten. Neueste Bestleistung. Und rein, los geht's. Sehr schön. Ja, du. Peter Pan-Verschnitt. Brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Das hier sind kleine Arschlöcher. Seht ihr das, wie sie zuschnappen? Wie sie uns nicht diesen Mumbo-Schädel geben wollen? Ich weiß gar nicht, ob das... Geht das? Ha! Mit der goldenen Feder kommt man drauf. Gut. Noch sieht sie jetzt gerade sehr karg aus. Ich muss jetzt hier selber erstmal so ein bisschen erkunden, was es alles gibt. Hier hinten ist einfach nur das. Hier, was ist mit dir? Kann man auf dir drauf springen? Boah, ich hab keine Ahnung, Leute. Oh Gott.
Das geht ja schon mal super los, dass ich hier nicht drauf komme. Na komm bitte. Benjo, reiß dich zusammen. Ich weiß, dass du da drauf kommst. Ich meine, hallo, dass du da mal... Wir kriegen das hin. Das muss gehen. Du kannst mir nicht erzählen, dass wir da nicht drauf kommen. Alter. Oh Gott. Na aber. Wow. Wow. Was war denn das gerade von der Anzeige? Na gut, so, mal aufpassen. Ja, hier ist nämlich noch einer. Boah, da ist ja ganz kurz noch draußen. Okay. Boah, wie fies. Ah, 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 au. Wie gemein sind die denn? Voll böse. Aber ich brauche Leben. Kann ich? Sag mal, kann ich? Ich kann noch versuchen. Ah, so geht's natürlich auch. Gut. Ich wäre jetzt eigentlich noch hier unten, wenn wir hier durchgelaufen und ans Wasser gekommen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt besser wäre. Wir bleiben einfach mal erstmal hier oben. Ich fliege bestimmt eh früher oder später runter, ungewollt. Das wäre jetzt fast zu schnell gegangen. Oh Gott. Okay, scheiße das. Ich mag die nicht, die Vögel. Die sind doof. Oh, bin ich doof. Boah, wie böse der ist. Boah. Ich halte mich ja noch übelst lange mit diesen scheiß Vögeln auf. Blöder Vogel, ey. Ich weiß gar nicht, ob es was dafür gibt, wenn ich den töte. Also alle getötet habe. So, gut, hier geht's auch schon wieder runter, beziehungsweise hoch. Da vorne ist ein Feld und Noten. Noten ist immer gut. Ja, ihr wisst, ich bin ja so sammelgeil. Ach komm, Leute, scheiße, 100% hier. Wir überspringen den Level, ne? Komm, dann ja, das wird's doch auch. Okay, komm, Note. War da nicht, das ist mir irgendwie... Ah, da hat mich meine Erinnerungen nicht getrübt. Ich habe ja gesagt, ein paar Let's Plays dazu geguckt. Ein bisschen was weiß ich noch, ne? Ganz doof ist auch alte Yume nicht. Okay. Oh. Oh. Mit dem Bär, mit den Bienen. Geht weg, die Bienen. Die dicken kleinen Hummeln. So. Wow, die sind immer noch hinter mir. Boah, Leute, ey. Boah. Geh weg. Geh weg. Aue. Mensch. Okay, uns will hier anscheinend auch alles an den Kragen. Und das unter uns. Ja, wir Dornen vor uns. Das sieht auch nicht sehr gesund aus. Ich würde mal sagen, da können wir auch nicht einfach so drauf. Gut, müssen wir mal gucken. Hier irgendwo. So, brauche ich die? Ja, bestimmt, ja. Ich wurde gerade von diesem wunderschönen Vieh getroffen. So, wir haben bis jetzt noch kein einziges Puzzleteil. Das läuft schon mal sehr gut. Oh Gott, ich bin total überfordert. Okay, hier kann ich 100%ig nicht drauf sein, kann ich mich erinnern. Das macht Aua. Deswegen will ich es auch mit sich demonstrieren, um euch das zu beweisen. Nein, das war dumm. Ja, sehr gut. Die lasse ich liegen, wollte ich gerade sagen. Okay, nope. Also, kann ich irgendwie hoch? Nein. Au, au. Au. Boah, der ganze Level ist total gemein zu mir. Oh Gott. Oh Gott, Leute, das wird so asozial, dieses Spiel. Das wird noch so böse. Ich sehe es kaum, Freunde. Oh Gott. Na gut. Okay, dass wir hier irgendwie runterkommen.
erstmal wieder irgendwie Leben aufladen. Gut, irgendwie müssen wir auch hier runter zum Mumbo kommen. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Ach, willst du mich verarschen? Ach. Mhm. Sollen wir mal direkt zum Mumbo gehen? Ich weiß nicht. Komm, wir warten erstmal. Guck mal, was es hier noch so gibt, was wir mit Benjo erkunden können. Ich weiß, dass wir den Berg hier rumherum hoch können. Und mal schauen. Ich habe irgendwie Angst, dass ich in irgendwas reinrenne, was mich töten will. Okay, Noten. Okay, von hier komme ich dann. Jetzt bin ich, glaube ich, eine Runde rumgelaufen, oder? Ja. Okay. Gut, ich hoffe, dass unten jetzt nichts weiter Wichtiges mehr ist. Bis auf natürlich Mumbo. Mumbo Jumbo. Wow. Jetzt habe ich es verkackt, ne? Ich muss so sagen. Wow! Oh, Entschuldigung, fürs Übersteuern. Ich bin schon übelst verjagt. Oh Gott. Okay. Was gibt's hier so? Ja, wieder. Du bist natürlich auch wieder dabei. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe natürlich auch Angst, dass ich hier was abkriege, wenn ich an den versuche vorbeizugehen. YOLO! Ah, so. Das sind so kleine Knospen. Knospi. Ist hier irgendwas? Ich habe irgendwie Angst, dass noch irgendwas kommt, was ich aus der Ferne nicht sehe, weil es noch nicht geladen ist. Scheint sonst nichts zu sein. Warum sieht eigentlich der Baum hier aus wie Dreck? Wobei das eigentlich, denke ich mal, einfach nur die Textur vom Baum sein soll. Oh mein Gott. Ich glaube, hier kann man einfach noch so für Faule so zu Benjo gehen, ne? Gut, da drehen wir wieder um. Das war im Detail sinnlos. Oh nein! What the fuck? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich bin nicht runtergefallen. Oh mein Gott, ich bin gerade so übelst der Oberkeller. Oh mein Gott. Okay, komm. Scheiß drauf hier. Wir gucken erstmal weiter oben, was wir da noch machen können. Verhorscht das? Ich vergesse es immer wieder. Ich bin so furchtbar. Das ist eine alte Oma. Komm, die nehme ich jetzt. So. Hier haben wir die ganzen ollen Blättersäcke hier mit. Ich weiß gerade gar nicht. Oh. Das ist ein Bienending. Ich lass das mal noch so. Ich versuche erstmal so als Benjo ganz hoch zu kommen. Das Schlimme ist, wenn man weit hoch geht, kann man weit nach unten fallen. Siehe jetzt. Oh Gott. Okay, Leute, wir probieren's. Puh. Okay. Oh Gott. Hey, ja, Benjo freut sich. Er hat wenig Angst vor dem Tod, so wie ich glaube, unten ins Wasser. Das ist, oh Gott, jetzt geht's auch noch ein Stück hoch, ne? Okay, oh Gott, 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 nein! Das hat weh getan. Oh, jemand muss den Felsbrocken entfernen. Gnadi kommt nicht in seinen Baum hinein. So ein Ärger aber auch. Armer Gnadi. Oh, Leute. Ich habe irgendwie total Angst vor dem Level. Irgendwie, aber ich kriege jetzt noch mehr Angst als vor. Ach, wie heißt es nochmal? Rusty Bucket Bay. Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas Wichtiges ist. Gut. Anscheinend nein. Armer Gnadi, der kommt nicht in seine coole Höhle rein. Naja, muss halt warten. Momentan können wir ihm da, glaube ich, eh noch nicht so sehr helfen.
Na gut. Gehen wir mal hier hoch. Oh Gott, ey. So. Ich glaube, ich lieber mit Banjo oder läuft ich ganz so schnell wie Kazooie. Und Kazooie läuft immer so schnell und dann ist sie irgendwo unten und dann bin ich tot und dann weine ich. Okay, ich versuche jetzt auch irgendwie zu Mumbo zu kommen. Ach Gott, hier ist auch noch das Vieh. Jetzt habe ich doch gar nicht besiegt. Hahaha, ne? Hast du damit gerechnet, ne? Dass ich so clever bin, du blödes Vogelvieh. Gut, Banjo, Banjo. Mumbo, Mumbo. Nicht heute. So. Das ist natürlich obligatorisch einmal drum herum gehen. Ist hier nichts? Komm mal schnell dahinter. Enttäuschend. Mal schauen, ob ich genug Schädel habe. Ich hab genug Schädel. Sehr gut. Hey Mumbo! Und in was Mumbo uns verwandelt, sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt für mich Let's Play Banjo-Kazooie. Bye!